Hallo, du liebe Seele, schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz besonders, dass wir hier wieder gemeinsam auf ein Thema schauen. Und vielleicht hast du es schon in meiner Überschrift gesehen. Heute möchte ich gerne mit dir über das Thema Loslassen sprechen. Warum fällt es mir so schwer, loszulassen? Also Loslassen hat ja immer etwas damit zu tun, dass wir etwas nicht mehr bei uns oder an uns haben möchten. Irgendwelche Gefühle oder Gedanken oder was auch immer, nicht? So. Und denke mir, dass es wahrscheinlich dem einen oder anderen von uns da sehr ähnlich geht, dass wir Erfahrungen in unserem Leben haben oder machen, wo wir, wenn wir später drauf schauen, manchmal sind es nur Stunden, dass wir später drauf schauen, oder manchmal sind es halt dann auch Monate oder Jahre. Aber irgendwie merken wir dann so, dass wir uns denken, so, was ist denn da passiert? Warum habe ich denn das überhaupt zugelassen? Oder warum habe ich das überhaupt gemacht? Und warum habe ich da ein Ja gegeben? Oder warum habe ich da mitgespielt? Oder warum habe ich mich dazu so entschieden? Und das hinterlässt in uns ein sehr unangenehmes Gefühl. Manche haben einen richtigen sogenannten unangenehmen Beigeschmack. Die spüren das auch. Manche erzählen dann so von so einem metalligen Geschmack im Mund. Ja. Lass uns doch mal gemeinsam auf dieses Thema schauen, dass wir so gerne loswerden wollen. Und lass uns doch mal so drauf schauen, dass wir nicht drinnen in der Geschichte, im Erlebten selbst sind, sondern dass wir mehr oder weniger aus der Metaebene, dass wir es von oben betrachten. Vielleicht kennst du ja auch so diese Sätze, dass wenn du diese oder jene Erfahrung nicht gemacht hättest, dann wärst du heute nicht der Mensch, der du bist. Und im besten Falle bist du heute ja zufrieden mit dir, lebst in einem sogenannten Einklang, in einem Flow. Es macht Spaß, du hast auch gelernt, über die eine oder andere kleine Krise vielleicht gute Wege, gute Erkenntnisse zu erzielen und die dann auch wieder in dein Leben zu integrieren und so, dass sich das irgendwie mehr oder weniger homogen, ja, lebendig, natürlich für dich anfühlt. Ja, und wenn wir aber einfach so ein Thema haben, wo wir sagen, das möchte ich einfach loswerden, das will ich eigentlich gar nicht haben, dass das in meiner Geschichte drinnen ist, dann ist das etwas, wo wir selbst mit dieser Erfahrung nicht in Frieden sind. Und Frieden ist so wichtig, um dann auch loslassen zu können. Ja. Und da teilt sich irgendwie so das, was wir haben wollen und das, was ist. Und wie können wir aber dann für uns selbst lernen, eben dann loszulassen? Und weißt du, es gibt ganz wunderbare Rituale zum Loslassen und vielleicht hast du schon das eine oder andere ausprobiert. Vielleicht hast du dir Loslassrituale bei einer Therapeutin oder bei einer Lebensberatung mitgeben lassen oder sogar mit diesen Personen gemeinsam zelebriert. Vielleicht hast du es in einem Workshop, in einer Ausbildung gelernt. Und trotzdem merkst du, obwohl du vielleicht sogar dieses Ritual des Loslassens schon mehrfach praktiziert hast und du merkst, kaum gehst du in die Erinnerung von dem damaligen Geschehen des Erlebens zurück und du merkst, da kommen die gleichen Ängste, die Wut, der Ekel, die Scham, all das wieder hoch, was du jetzt im gegenwärtigen Leben
fühlst und immer noch mit dir trägst. Und in meiner Arbeit versuche ich den Menschen mitzugeben, dass das Loslassritual nur ein Teil von einem ganzen Prozess ist. Das Loslassen aber selbst, und zwar dann aus einer liebenvollen inneren Haltung heraus, und zu der müssen wir erstmals kommen. Und um zu ihr zu kommen, zu dieser liebevollen Haltung, dass, wenn wir nochmals auf diese Geschichte zurückblicken, braucht es Integration. Und das Wort als Integration, wenn du das jetzt so hörst, das ist nur mal die Überschrift. Integration heißt, hat mehrere Kapitel in unserer Prozessarbeit. Erstmals müssen wir es verstehen, warum Integration so wichtig ist, auch wenn wir doch so sehr diesen Wunsch haben. Ich will das eigentlich nur loswerden, bitte, kann mir irgendjemand helfen? Und Integration hat dann auch etwas damit zu tun, es zu fühlen, in unser Körperbewusstsein hineinzuspeisen und dann auch auf unserer Seelenebene es zu integrieren, dass auch dieses Erlebnis zu unserer Geschichte, zu unserem Leben dazugehört. Weil wir, auch wenn wir es uns so sehr wünschen, dass es nie geschehen wäre, sie uns zu dem Menschen hat werden lassen, der wir heute sind. Und im besten Fall bist du heute in einem Leben, wo du es gut mit dir hast. Trotzdem, dass ja immer noch weiter andere Prozesse stattfinden, weil das Leben sich immer weiter prozessiert. Die Natur prozessiert sich ja auch laufend weiter und so tut es der Mensch auch. Nur wenn wir die alten Geschichten von damals immer noch im gegenwärtigen Leben mit dabei haben und darunter leiden, dann braucht es diese Integration und Regenerationsprozesse noch. Und die brauchen Geduld. Und das ist so ein anstrengendes Wort. Schon wieder Geduld. Aber weißt du, ganz ehrlich, du kennst vielleicht dieses Sprichwort, auch wenn du am Gras ziehst, wird es nicht schneller wachsen. Also auch wenn dein Kopf so sehr möchte, schon dieses Losgelassene, dieses Verarbeitete, so wird es dein Körper nicht so fühlen. Und du wirst möglicherweise immer noch entsprechende körperliche Symptome haben, Schmerzen haben, Wut oder Trauer in dir tragen oder Angst oder Scham oder Ekel oder grauslich, wenn ich nur dran denke. Und dann ist es immer noch da. Es ist kein einfaches Thema, das Loslassen, weil es uns zeigt, dass eine starke Dynamik da ist, mit der wir uns nicht identifizieren wollen. Und weißt du, das Leben ist ja nicht nur immer Sonnenschein, wie wir es heute gerade haben. Das Leben hat halt auch viele Schattenseiten. Und das ist das, was wir lernen dürfen, zu integrieren. Dass wir selbst als Mensch ein Sonnenmensch, aber auch ein Schattenmensch sind. Und ich finde es auch schön, in unseren Chakren zeigt sich es auch nochmal, vielleicht kann ich gar nicht so hochheben, aber in unserem Solarplexus-Chakra, ja, dass sich unterhalb der Brustbeinspitze und oberhalb des Nabels, so in der Mitte des Oberbauches befindet, hier ist deine Sonnenenergie. Hier ist deine Sonnenkraft. Und im Sakralchakra, oberhalb deines Schambeins und unterhalb deines Nabels, in der Mitte deines Unterbauchs, befindet sich dein sakrales Chakra, dein Mondchakra, dein dunkles
dunkle Chakra. Aber nicht dunkel, weil es so geheimnisvoll und spooky und ich weiß nicht gefährlich ist, sondern weil die Dunkelheit zum Leben dazugehört, weil die Dunkelheit alles in sich bewahrt und in sich trägt und reguliert und weil aus der Dunkelheit immer etwas Neues entsteht, um es dann nach draußen ins Licht zu bringen. So wie wenn du einen Samen in die Erde setzt und darauf wartest, dass er im Frühling zu wachsen beginnt, so beginnt er bereits in der Dunkelheit von Mutter Erde heranzuwachsen und zu keimen und seine kleinen Sprossen nach oben in Richtung zum Licht zu bringen. Und so ist es dann auch, dass wir aus diesen Solarplexus-Chakra dann dieses Licht, dieses aus uns keimende, dieses Schöpferische in unser Leben bringen. Ja, dieses Ich bin, wer bin ich denn? Welches Potenzial habe ich? Welche Talente habe ich? Welche Fähigkeiten? Wo ist der Sinn in meinem Leben? Ja, du siehst, das Thema Loslassen ist wirklich ein großes Thema, beinhaltet aber viele Möglichkeiten, um das Thema in dir zu heilen, das jetzt noch Heilung braucht. Und wie lange ein Heilungsprozess braucht, ach weißt du, die Antwort wird dir niemand geben können, weil mal sind es vielleicht 3-4 Stunden auf eine gewisse Zeit aufgeteilt und manchmal dauert es ein paar Wochen und manchmal ein paar Jahre. Und das ist auch nicht etwas, was dir jemand vorgeben kann, sondern du wirst es in dir spüren, dass du irgendwann mal das Gefühl hast, es fühlt sich jetzt wirklich rund an. Oder dass du beobachtest, dass du schon lange nicht mehr an dieses Thema zurückgedacht hast und dass, wenn du jetzt drauf schaust, dass diese furchtbaren Gefühle, die ich vorhin aufgezählt habe, oder vielleicht sind es auch noch andere, dass die jetzt gar nicht mehr da. Und dann ist Frieden eingekehrt. Ja, und wenn es dich ruft und du Begleitung suchst, dann lade ich dich herzlich ein, hierher zu mir zu kommen, in die Praxis Mondhütte. Ja, mein Name ist Bettina Zeilhofer. Ich bin Körpertherapeutin und psychologische Beraterin und traumasensible Begleiterin. Ich freue mich auf dich und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem heutigen Video wieder ein paar Impulse und vielleicht auch Inspiration geben. Und so wünsche ich dir eine schöne Zeit und ja, ich ziehe es jetzt hinaus ins Grüne, um zu schauen, was bei uns im Garten bereits wieder Neues heranwächst. Hab eine gute Zeit. Baba.